Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um die Erstellung eines solchen Beauty-Magazin-Titels und los geht's gleich nach dem Intro. In der heutigen Folge wollen wir einen solchen Titelmagazin eines Beauty-Magazins erstellen und dazu starten wir hier im Photoshop mit dem Grundbild. Und als erstes wollen wir hier mal einen Color Lookup drüberlegen, und zwar einen Verlauf. Dazu wählen wir hier den Verlauf aus. Wenn ich den im Grund aufwähle, ist der schwarz auf durchsichtig, weil hier die schwarze Farbe eingestellt wird. Mit einem Klick auf dieses Icon kann ich die Farbe ändern. Wir nehmen hier mal dieses Orange-Violett und klicken auf OK. Wenn ich dann hier in den Mode normal klicke und die Umschalttaste und Plus und Minus auf meiner Tastatur drücke, kann ich durch die verschiedenen Modis wechseln und mir diese hier in der Vorschau anschauen und dann auswählen, welche mir gefällt. Nun diese oder ja, mal noch weiter klicken. Diese gefällt mir sehr gut und wir lassen diese drin. Als nächstes wollen wir hier noch ein bisschen den Verlauf anpassen. Dazu klicke ich auf dieses Icon und dann hier unten auf die Startfarbe. Wir haben hier ein Violett eingestellt und ich will das Violett ein bisschen ändern. Dazu mehr in die dunklen Töne, blendet die Farbe ein weniger aus. Mit einem OK auf die bestätige ich die Farbe. Dann wechseln wir zum Orange. Diesen Orangeton will ich wechseln in einen Grünton. Dazu fahre ich hier hoch und wähle mir den geeigneten Grünton aus und klicke auch wieder, wenn ich ihn habe, hier auf OK. Und bestätige dann das Ganze nochmals mit OK und nochmals mit OK. Nun haben wir also hier diesen Farblook auf das Bild gelegt und wir können weiterfahren mit dem großen Schriftzug, den ich hier bereits in einer anderen Datei vorbereitet habe. Dazu markiere ich mir hier dieses Beauty Mag Titel und ziehe hier rüber auf mein Ausgangsbild. Ihr seht nun, dieser Titel ist natürlich viel zu groß. Mit Command Alt und T bzw. mit Transformieren kann ich ihn hier runter transformieren und entsprechend anpassen, dass mir diese Größe gefällt. Ziehen wir ihn noch ein bisschen länger, so. Als nächstes, wenn das okay ist, so, die Ausrichtung okay ist, als nächstes erstelle ich mir hier eine Maske und nehme mir einen schwarzen Pinsel und male mal hier beim Modell die Schrift vom Gesicht weg. Nun haben wir hier, wie ihr seht, einzelne feine Härchen. Um diese Härchen freizustellen, mache ich mir eine leere Ebene. So. Und nehme mir dann über Auswahl Farbe eine Farbbereichauswahl und wähle mir hier die Farbe möglichst komplett hier mit dem Hinzufügen. Symbol die einzelnen Farbtöne von den Haaren hinzufügen. So, und wenn ich dies alles hier mehr oder weniger hier oben ausgewählt habe, klicke ich auch OK. Es erstellt mir dann eine Auswahl. Nun wechsle ich hier zurück auf meine Schrift und auf meine Maske und da wir nun eine Auswahl haben, nur von den Haaren, kann ich hier schön über die Haare mit der schwarzen Farbe malen und die Schrift wird mir wie jedes einzelne Haar hier schön sauber freigestellt und ich habe eine Freistellung von der Schrift bzw. vom Modell genauso wie es sein soll. Am Schluss kann ich die Auswahl aufheben und ich habe die einzelnen Haare vom Modell freigestellt. Als nächstes seht das hier, wenn ich reinzoome, noch besser. Als nächstes wollen wir uns mal die
beiden Schriften hier, die eine weitere Schrift hier reinziehen. Dazu nehmen wir hier wieder das Auswahlwerkzeug, markiere die Ebenen, die drei, diese drei Untertitel und ziehe sie mir auch wieder rüber ins Bild. Das Ganze ist natürlich auch wieder viel zu groß. Dazu wähle ich mal hier mal schnell diese unterste Ebene aus und mit Transformieren mache ich sie mir kleiner. So. Und schaue dann, welche Größe ungefähr, etwa so, diese Schriftart hat. Wenn ich das weiß, kann ich dann die anderen entsprechend mit der Schrift anpassen. Dazu klicke ich hier in diese Schrift rein und wir nehmen jetzt hier diese 30 Punkte, 40 Punkte und wir wählen nachher die anderen Schriften auch aus und ändern die auch auf diese Größe. Klicke das an hier und wähle wieder das Schriftenwerkzeug und gebe hier wieder die Schriftgröße wie die vorhergehende ein. So, und dann noch die dritte Linie. Wenn ich das hier ausgerichtet habe, ihr seht, Photoshop macht mir hier schön rosarote Streifen, wenn ich in der Mitte oder am Anfang bin. Ich schreibe das jetzt hier ein bisschen rüber und nehme dann die zweite Schrift auch. Und jetzt ist sie genau bündig ausgerichtet durch diesen rosaroten Streifen. Nun nehme ich noch die dritte Linie, auch wieder markieren und kleiner machen, wieder hier die Punktzahl eingeben. So, mit Enter bestätigen, dann das Auswahlwerkzeug und wir schieben das hier schön genau auf die vordere Flucht und die Abstände zwischendrin sind auch gleich. Nun markiere ich alle drei Ebenen, dass wenn ich und fasse sie zusammen in einen Ordner, in eine Gruppe. Also wenn ich diese drei Ebenen verschieben will, muss ich nur diesen Ordner markieren und ich kann alle zusammen verschieben und die Formatierung bleibt erhalten. Als nächstes ziehen wir uns den Haupttitel rein, diesen Fine Art Issue Titel. Und ich lege ihn hier hin, auch ein bisschen zu groß. Und vor allem möchte ich ihn hier auf der linken Seite haben. Und diese Untertitel ziehen wir hier nach rechts und dann diesen Haupttitel hier auf die linke Seite. Noch ein bisschen kleiner machen. Diese noch ein bisschen hochfahren. So. Mal hier platzieren, mal schauen, ob das hier okay ist. Und nachher ändern wir hier die Größe von diesem Titel. Auch wieder Auswahlwerkzeug, Schriftauswahl, markieren und dann die Größe einstellen. Hier auch wieder die Größe eingeben. Von Hand nehmen wir etwa diese Größe so und schieben wir das Ganze ein bisschen nach unten. Und wir holen uns den nächsten Titel, beziehungsweise den Untertitel vom Magazintitel, ziehen ihn auch hier rüber und lasse ihn hier mal unter diesen Titel. Dieser ist auch zu groß, natürlich. Markieren, wie schon gehabt, ups, jetzt hat es mir eine neue Textebene erstellt, diese löschen wir hier wieder. So, nochmals die Ebene markieren und mit dem Textauswahlwerkzeug markieren und dann die Größe hier einstellen, nehmen wir diese. Schieben es noch auf den richtigen Abstand, etwa so. Das sieht schon mal richtig toll aus. Dann will ich diese noch ein bisschen hochschieben hier. Hier oben, mal schauen, wo das gut aussieht. Ich denke, wir platzieren das hier auf dem Arm. Und als letztes müssen wir nun noch den Strichcode hier rüberziehen, den kann ich hier auch aus dieser Datei rüberziehen und wieder mit Transformieren, Command-T, kann ich ihn hier runterskalieren und drehen. Wir wollen ihn hier auf der rechten Seite neben das Bein vom Modell platzieren. So, wenn ich hier die Umschalttaste drücke, wird das mir genau auf 90 Grad ausgerichtet
Und wir machen es noch ein wenig kleiner. So. So sieht die ganze Sache schon richtig toll aus. Und hier seht ihr das fertige Magazin. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Wenn ja, teilt es doch mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns wieder in einer Woche, dann wieder mit einem weiteren Video. Bis dann, habt eine schöne Zeit und tschüss!